Ganz Vergnügen fürs 41. Südwestderby. 33.400 Zuschauer, natürlich das Wildparkstadion, ausverkauft. Wir schauen auf ihn, Olaf Marschall. Das hat dieser Kerl für einen Saisonstart hingelegt. Er ist in absoluter Topform und auf dem Sprung in die Nationalmannschaft. Also, wenn es für ihn so weiterläuft, ist er bald da, wo er mal war. Sean Dundee, was beim Kollegen Marschall rund läuft, das geht bei ihm derzeit daneben. Aber trotzdem hält Trainer Winnie Schäfer weiter an ihm fest. Wie Sie sehen, auch heute stand er wieder in der Anfangsformation. Irgendwann muss doch das Erfolgserlebnis kommen. Vielleicht klappt es ja heute Abend gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der KSC in den weißen Trikots mit zwei Veränderungen zur Famagusta-Formation. Gunter Metz rückte für Burkhard Reich in die Abwehr, der hat ja einen Nasenbeinbruch erlitten. Und Skepens, der Belgier, nur auf der Bank. Der junge Raphael Kraus für ihn im Team. Und zwar auf der linken Seite gemeinsam mit Christian Wück. Der FCK zum ersten Mal im Angriff. Das ist Libero Katlenz. Die Lauterer mit derselben Aufstellung wie gegen Stuttgart beim 4:3-Sieg. Das ist Ratinho, das Mäuschen. Ratinho abgeblockt und dann Sforza abgefälscht. 7. Spielminute, die erste Chance für die Gäste. Sforza, ganz ruhig, es läuft. Der Auftakt aber gar nicht so ruhig, da war Hektik drin. Andere Seite, Einwurf Christian Wück. Und Koch ein wenig rustikal gegen Gielewitz. Durchaus vertretbar hier, Freistoß für den KSC zu geben. Und Icke steht bereit, Thomas Hessler. Esther, Regis vorne und Keller. 11. Minute, was für eine Riesenmöglichkeit, hier in Führung zu gehen. Trost von Dundee, er kennt ja das Gefühl nach einer vergebenen Großchance allzu gut aus jüngster Vergangenheit. Er hatte die Chance, Keller nach Hesslers Freistoß. Regis war gar nicht dran und dann Kellers Kopfball. Der FCK spielte hier ab der ersten Minute munter mit nach vorne. Na klar, da gilt es, eine Serie endlich ein Ende zu bereiten. Seit 22 Jahren haben sie hier im Wildparkstadion nicht mehr gegen den KSC gewinnen. Andy Buck kam über die rechte Außenbahn. Buck, Axel Roos, Roos, knallhart, aber genau auf den. Prima Szene von ihm, von Axel Roos. Ansonsten kümmerte er sich ab der Mittellinie konsequent um Thomas Hessler, wie zuletzt um Darius Wosch und Balakow. Da hat es ja prima funktioniert. Andere Seite, Freistoß für den Karlsruher SC. Hessler steht bereit, aber schießen wird Christian Wück. Der hat ja eine linke Knebe, gefährlich bei Standardsituationen, aber spielerisch wirkten bislang die Gäste stärker. Der FCK mit Katlenz, dem Libero. Olaf Marschall. Das ist Axel Groß. Sforza und nun aufgepasst, was macht Regis und was macht Reitmeier? Er nimmt den Ball auf und prompt ertönt der Pfiff von Schiedsrichter Krug. Rückgabe entschied er, indirekter Freistoß. Für mich eine äußerst gewagte Entscheidung. Also ich meine, das war kein absichtlicher Rückpass, zumal Regis Reitmeier bestenfalls im Augenwinkel gesehen haben kann. Ich meine, das war keine Absicht. Zwar wäre es in jedem Fall besser gewesen, wenn Reitmeier auf Nummer sicher das Ding einfach weggehauen hätte, aber ich bleibe dabei, diese Entscheidung zu hart. Wie auch immer, Freistoß für den FCK, so 7-8 Meter vor dem Tor. Katlet steht bereit und Ratinho. Da ist es passiert. 0:1, 19. Minute. Die Maus trifft gegen Klaus. Reitmeier war ohne Chance, sehen wir gleich, gegen diesen Knaller von Ratinho. Es war sein zweites Tor, nachdem er ja schon am Sonntag gegen den VfB Stuttgart getroffen hat. Und der Ball passte genau zwischen die Köpfe der Mauer und die Unterkante der Latte. Warum ist da keiner hochgesprungen? Sehen Sie mal. Alle bleiben stehen, Regis ein bisschen und prompt war er drin. Und genau das war auch die erste Kritik von Thomas Hessler. Der Ball im Tor
Zunächst der Frust. Und dann, warum springt ihr nicht hoch? Hochspringen müsst ihr. Recht hatte er. Der Blick in den Gäste-Fanblock 0-1. Die Pfalz jubelte in Baden. Und nun lief's noch runder für die Gäste. Sie strotzten vor Selbstvertrauen. Sie wirkten souverän. Cutlets. Dann der Ball bei Andy Buck. Er gegen Wück. Und dann das. Der Pfiff, Elfmeter, in diesem Falle keine schwere Entscheidung. Glasklar. Das sah Christian Wück aber ganz anders. Hören Sie mal genau hin. Mach mal die Augen auf. Gemeint war er Schiri-Assistent Wolfgang Friedrichs. Also lieber Christian Wück, der gute Mann hatte die Augen weit offen. Diese Kritik war nämlich leider völlig daneben. Klarer geht's nicht. Buck spielt den Ball und Wück klar im Strafraum den Mann. Also Elfmeter für den ersten FC Kaiserslautern. Martin Wagner. Wagner gegen Reitmeier. Und drin ist er. Reitmeier fast ohne Reaktion. 0-2, 23. Minute. Martin Wagner, es war sein zweiter Elfer überhaupt erst für den FCK und den ersten hatte er vor 5 Jahren verschossen. Dieses Mal traf er. Torschütze Wagner, da werden Erinnerungen wach. Er schoss doch das goldene Tor im Pokalfinale 96 gegen den KSC. Martin Wagner. So Otto, damit lässt sich doch leben. Keine halbe Stunde vorbei und eine verdiente 2-0-Führung hatte seine Mannschaft im Rücken. Andere Seite, wieder mal so ein Freistoß. Hessler, bis auf Standardsituationen kam nichts vom KSC und schon rollt der Konter. Sie spielten klasse, schnell, schnörkellos. Ratinho rangierte ständig von rechts nach links und umgekehrt. Das ist Schönberg, der Manndecker. Michael Schönberg, 35. Minute. Von den Spitzen der Lauterer, Olaf Marschall und Pavel Kuka, bislang nicht viel zu sehen. Was soll's? Dafür Mittelfeld und eben hier auch Abwehr, Torschuss aktiv. Winnie Schäfer, was ist los? Wenn's so weitergeht, gibt's die zweite Heimniederlage in Folge. So, wieder mal ein Freistoß für den KSC. Hessler steht bereit. Sie sehen das, mehr als seine Freistöße gab es nicht. Der war gefährlich, aber das war's. Nun forderten sie eine Ecke, aber ich meine, der ging wirklich genau zwischen den beiden durch. Noch 2 Minuten im Wildparkstadion bis zur Pause. Vielleicht klappt ja jetzt doch noch was. Thomas Hessler. Hängen, der Libero. Gielewitz. Schöner Antritt, Gielewitz. Kraus sieht wieder Gielewitz. Gielewitz gegen Kartletsch. Und Gielewitz, Reinke, der erste Ball, den er wirklich halten musste, war nicht so schwer. Es blieb zur Pause beim 0-2. Der Pfiff war ertönt an die Reinke. Und wir schauen auf die Statistik beider Teams und wundern uns mächtig. Torschüsse, das war wohl die Hälfte. Freistöße von Thomas Hessler. Eckenverhältnis auch klar für Karlsruhe. So können Zahlen ein Spiel auf den Kopf stellen. Der KSC kämpferisch zwar gut, das stimmt, aber spielerisch der FCK klar die bessere Mannschaft. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Winnie Schäfer wechselte für Niarko. Defensiv kam Schroth. Offensiv, er ja der Glücksbringer vom letzten Dienstag. Er schoss ja das Siegtor gegen die Zyprioten. Und die Gastgeber kamen energisch aus der Pause. Das da hinten ist Wück. Christian Wück setzt sich durch. Wück und Reinke. Das war ein fieses Ding. Harry Koch hatte noch abgefälscht. Das wäre was gewesen, gleich in der 46. Minute. Der Anschluss. Und der KSC blieb jetzt am Drücker. Sie wurden stärker. Regis. Metz. Libero hängen. Jetzt schon weit vor der Abwehr. Auf Hessler. Hessler.
50. Minute, 1:2, Ickes fünftes Saisontor. Ja, will denn der noch Torschützenkönig werden? Was war das für ein super Tor? Und dabei wollen wir auf keinen Fall den Vorbereiter vergessen. Wir schauen auf Karlsruhes Libero hängen. Ein Traumpass. Und Hässler, wie er den annimmt und dann abzieht. Weltklasse. Nochmal das Ganze zum Genießen, diese wunderschöne Vorarbeit. Und der landete genau bei Icke. Man kann sich gar nicht dran satt sehen. 1:2. Otto Rehhagel. Jetzt ist wieder alles offen. Sie dachten wohl, das Ding wäre schon eingefahren. Das Volk tobte und der KSC machte Druck. Jetzt wurden sie stärker. Regis. Giedewitz. Giedewitz zieht ab. Den Versuch war es wert. Eine Minute war gerade mal vergangen nach dem Anschlusstreffer. Das wäre was gewesen, wenn hier gleich der Ausgleich gefallen wäre. Schöner Schuss von Giedewitz. Andere Seite. Freistoß Lautern, Wagner. Und gleich alle Karlsruher hinten raus, um wieder Druck zu machen. Sie wollten jetzt schnell angreifen. Dann Buck, kein Abseits. Hier Buck. Ratinho. Ratinho, Kuka steht frei. Ja! Abgezockt wie ein echter Tabellenführer. 1:3, 52. Minute. Es war Kukas drittes Saisontor. Schon verrückt. Es war sein erster Torschuss und gleich ein Treffer. Marschall übrigens noch ohne jeden Torschuss. Egal, Hauptsache sie führen. Wir lösen das Abseits auf. Buck, da steht zwar Sforza vielleicht im Abseits, aber das war aufgrund der Rückwärtsbewegung alle Male passiv. Ratinho und Pavel Kuka auch nicht im Abseits. Es war Ratinhos viertes Tor, das er in dieser Saison bereits vorbereitete. 1:3. Und nochmal der Blick auf Pavel Kuka. Jetzt startet er, Ratinho hat den Ball. Der Blick auf Ratinho, lege mir dahin. Er legte ihn dahin. Drin. Sein drittes Saisontor. Pavel Kuka. Also der beste Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte des FCK nimmt hier weiter seinen Lauf. Kann der KSC noch was ausrichten? Libero hängen. Das ist Regis. Hier ist Hängen. Keller. Keller versucht's. Keller. 2:3, 57. Minute gibt's das wieder, waren nur 5 Minuten vergangen und wieder war das Spiel offen. Marc Keller, der Franzose, mit seinem ersten Saisontor. Wunderschön hat er es gemacht. Vorbeigezogen an Schönberg und dann so platziert, dass Reinke keine Abwehrchance hat. Freistoß Miro Kadlec. Wagner setzt sich durch. Und da kommt Jean Dandy, er fälscht den Ball ab. Dann ist das Leder bei Reitmeier. Und nun, Achtung, Dandy im Mittelpunkt der nächsten Szene. Leider wird es eine recht unschöne. Und zwar hier, unglücklicher Zusammenprall. Da war's mit Harry Koch. Es war ein normaler Zweikampf, wie wir gleich sehen werden, mit üblen Folgen. Jean Dandy am Boden, Harry Koch ein Stückchen weiter links ebenfalls. Wir schauen hin. Die beiden gehen zum Kopfball hoch und dann prallen sie mit den Köpfen zusammen. Da hat keiner Schuld, das war ein ganz normaler Zweikampf. Beide richteten den Blick eindeutig auf den Ball. Nur die Folgen waren nicht so schön. Jean Dandy, schwer blutend.
Und auch Harry Koch musste behandelt werden. Getackert wurde er. Aber vorweggenommen, Harry Koch konnte weiterspielen. Shaw Dundee eben nicht. Dann die Rufe im Stadion. Und was macht er? Er hat sogar noch eine Hand frei, um sich von den Fans zu verabschieden. Er musste raus. Für ihn kam Bär. Einwurf Keller. Wieder Keller. Und dann ganz hinten Christian Wück. Regie lässt durch. Den hatte er mit vollem Risiko genommen. Wenn er trifft, dann ist er der König, Christian Wück. Es blieb ja noch etwas Zeit, genau 25 Minuten. Und noch ist alles drin in diesem Spiel. Denken wir nur mal zurück. Vor 3 Jahren lagen sie hier im Wildparkstadion gegen Lautern 0-3 zurück. Und am Ende hieß es noch 3-3. Also in diesem Derby ist immer alles drin. Regis. Hessler. Und dann die Co-Produktion der beiden Eingewechselten, Bär und Schrott. Gleich daran anschließend, Ecke Hessler. Und dann kommt er gleich wieder. Christian Wück, glücklos bislang und nun wieder. So langsam lief dem KSC die Zeit davon. Und wir schauen jetzt nochmal nach draußen. Menschenskind, der Junge hat nun wirklich das Pech an den Füßen kleben. Shaw Dundee auf dem Weg ins Krankenhaus. Die erste Diagnose, Nasenbeinbruch, genau also wie der Kollege Burkhard Reich es am Dienstag erlebte. Abfahrt von hier aus natürlich gute Besserung. Schnell wieder rein ins Stadion. Wir dürfen drinnen nichts verpassen. In diesem Spiel war noch alles drin. Der KSC kam, können Sie es noch kippen? Reinke in Seiten aus und Karlsruhe kommt. Das war Wück gegen Buck. Die beiden waren sich in der ersten Hälfte schon mal begegnet. Andi Buck, völlig klare Entscheidung, aber halt außerhalb, Freistoß für den KSC. Was macht Icke aus dieser Chance? 82. Minute, Freistoß Hessler. Hessler, nee, diesmal nicht, es blieben den Karlsruhern nun noch 8 Meter. Vinny Schäfer, können sie es noch schaffen? Zeit gewinnen, dachten sich derweil die Pfälzer. Ratinho ging raus, für ihn kam Michael Ballack, er gab sein Bundesliga-Debüt. Knapp 20 Jahre ist er alt, nächste Woche wird er 21. So, nun riskieren wir alles. Klaus Reitmeier. Auf geht's in den Strafraum der Pfälzer. Die letzte Minute lief im Wildparkstadion. Und das hat ja schon oft genug geklappt mit dem Reitmeier da vorne drin. Hessler hinten gegen Buck. Reitmeier bleibt im Strafraum. Hessler. Dann hängen. Koch fälscht ab und Reich. Ab geht die Post. Schafft er's oder schafft er's nicht? Skippens, der eingewechselte Belgier, ist hinter ihm und kriegt ihn nicht mehr. Marco Reich, 90. Minute, das 2-4. 18 Minuten war der junge Mann im Spiel und da erzielte er sein erstes Bundesligator. Hier haben wir Skippens, der nicht mehr dran kam. Gratulationsrunde für Marco Reich. Der KSC hatte alles riskiert und dann war es passiert. Hier nochmal der Fehlpass von Hengen. Koch ging dazwischen und Reich, schau links, schau rechts, lauf geradeaus und der Ball war drin. 4-2 gewann der FCK im Karlsruher Wildparkstadion in einem tollen Spiel und damit bleiben die Pfälzer weiter ungeschlagen Tabellenführer. Reinkes Trost für Reitmeier und Klaus Feldmann und Martin Quast mit den Interviews. Sicher waren sie richtig gut, weil wir sie spielen gelassen haben. Die ersten, also ich glaube 20, 25 Minuten zum 2-0, da waren wir gar nicht auf dem Platz, haben die 2 Tore hergeschenkt und sowas darf einer Bundesligamannschaft nicht passieren. Wie war das denn beim 0-1? Es war kein Rückpass vom Regis, es war keine Absicht vom Regis und trotzdem war es Freistoß. Das sehe ich ganz genauso. Der wollte den Ball wegschießen. Ich rufe Leo vorher und dadurch war er vielleicht ein bisschen irritiert und hat nicht richtig getroffen. Und also das war nie und nie mehr Absicht, dass er den Ball so zu mir hinspielt. Und das kann also kein Freistoß sein. Also wenn der Torwart zum Ball geht und den kontrollierten Ball aufnimmt, dann ist das ein Rückpass im Sinne der Regel und deswegen ein indirekter Freistoß. Shaw Dundee mit dem Nasenbeinbruch. Im Moment ist es richtig knüppeldick. Ja, das ist eigentlich das ein Problem. Wir haben ja nicht so viele Stürmer. Ich gehe ja unser Torjäger im Moment. Gott sei Dank.
Pullover. Wir müssen uns schon helfen. Gucken wir mal. 7 Spiele, 6 Siege. Otto durfte jubeln. Nach 22 Jahren gewinnt der FCK erstmals das Südwestderby. Damit zurück nach Hamburg zu Lou. Ein heiliger Rasen. Mittlerweile fast überall Ottoland. Pfalz jubelt. Husarenstück. Stand in die Woche in den Mannschaftsbesprechungen das Thema Konterfußball ganz oben auf der Taktiktafel? Ja gut, das Spiel hat es ja irgendwo ergeben. Ich meine, die Karlsruher haben extrem viel Druck gemacht. Und wir haben uns hinten reindrängen lassen. Und ja gut, wir haben dann die 2-3 Konter genau fast 100%ig genutzt. Erfolgsrezept, Schlüsselerlebnis. Was führt die Pfalz auf Wolke 7? Michael Schönberg, wo nimmt der erste FC Kaiserslautern diese Moral her? Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, seitdem wir in München gewonnen hat, da wissen wir, dass wir überall gewinnen können. Ich glaube, von daher. Ist man schon so weit, dass man ganz aktiv auf die Spiele von Bayern München guckt, jetzt am Samstag? Nein, eigentlich gar nicht. Wir spielen ja für uns. Und es war einfach so, dass wir in der Vergangenheit, denke ich mal, zu einer Einheit gefunden haben, gerade letztes Jahr nach dem Abstieg. Und ich denke mal, das setzt sich jetzt sofort. Und wir schauen, dass wir den Lauf, den wir jetzt haben, so lange wie möglich noch beibehalten und die anderen, sage ich mal, noch ein bisschen da oben ärgern. Weil ich sage mal, wir spielen im Konzert der Großen, muss ich sagen. Ist sehr gute Rolle momentan. Der FCK wird seiner Funktion als Sozialarbeiter einer ganzen Region wieder gerecht. Trikotspende vom Zaubermäuschen. Die Wärme von den Leuten ist unglaublich. Und es tut mir weh, wenn ich sehe, so eine Junge mit dieser Alte in einem Rollstuhl und kann nicht bewegen oder bewegen ganz schlecht. Und ich habe 3 gesunde Kinder und dann natürlich tut mir weh. Und wenn Sie jetzt mal mich fragen, ob ich das Trikot geben kann, ich gebe ohne Probleme. Und wenn ich dieses Trikot bezahlen muss, bezahle gerne.